fange ich gleich mal mit dem Buch an, zu dem die Anweisung von Herrn Scheller jetzt einfach gut passt, hier in der Mitte zu stehen, überhaupt eine Anweisung zu bekommen. Denn ich möchte Ihnen das Buch von Daniel Killmann vorstellen, Lichtspiel. Eigentlich müsste jetzt hinter mir ein Samtvorhang sich langsam öffnen und auf einer Filmleinwand liefe, von einem einzelnen Pianisten dramatisch untermalt, ein Stummfilm. Vielleicht von Fritz Lang oder Murnau. Oder eben von Georg Wilhelm Pabst, der damals als der Rote Pabst bekannt war, einer der großen Regisseure der Weimarer Republik, heute ein Vergessener. Von Pabst stammt aber zum Beispiel die erste Verfilmung der Drei-Groschen-Oper. Und gleich seinem ersten großen Erfolg, dem Film Die freudlose Gasse, mit diesem Film verhalf er nicht nur Asta Nielsen zu großem Ruhm, sondern auch seiner eigenen Entdeckung Greta Garbo. Jetzt stellen Sie sich noch eine Großaufnahme einer Leinwandschönheit in Schwarz-Weiß vor, ein melancholischer Blick, eine düstere Burg, ein großes Fest oder ähnliches. Und dann wäre ein Buch des Jahres, wie ich sagen kann, vielleicht mein Buch des Jahres, perfekt in Szene gesetzt. Vielleicht können Sie dieses Bild ja zur Einstimmung ein bisschen im Hinterkopf behalten. Denn Daniel Killmanns Buch, wie ich finde, sein neuester Geniestreich nach Meisterwerken wie Die Vermessung der Welt oder Till, ist ein Buch über die Welt des Films, ein Künstlerroman. Es erzählt die Geschichte einer einstigen Kinogröße, eben dieses gerade erwähnten Georg Wilhelm Pabst, der in den 1930er Jahren als Berühmtheit nach Los Angeles gekommen ist. Aber Pabst versteht in Amerika, auch damals schon Filmhauptstadt Nummer 1, Hollywood, weder die Sprache, die seiner Frau und seinem Sohn so leicht über die Lippen kommt, noch die Regeln des Erfolgs. Er dreht seinen ersten Hollywood-Film und scheitert mit Ansage. Als seine Mutter sich zu dieser Zeit aus dem heimischen Österreich meldet und dringlich um seinen Besuch bittet, reist er mit seiner Frau und dem Sohn, der bisher nur in Amerika zur Schule gegangen ist, in eine fremd gewordene Welt, in die bereits zum Deutschen Reich gehörende sogenannte Ostmark. Zu einem Zeitpunkt, als auf dem Gegengleis, man beobachtet es aus dem Zugfenster, eine der vielen filmreifen Szenen in diesem Buch, verzweifelte Menschen versuchen, aus diesem Land zu fliehen. Sie finden die Mutter in einer Art Albtraumszenerie vor, auf der Burg, die Pabst einst als Wohnsitz gekauft hatte, eigentlich um seinen Eltern zu zeigen, dass er es zu etwas gebracht hatte in seinem ungewöhnlichen Beruf, mit dem sie eigentlich nicht so einverstanden waren. Aber nach wenigen Tagen schon leben sie wie Gefangene auf dieser Burg und in einem Land, das gerade einen Weltkrieg angezettelt hat und aus dem auch sie nicht mehr entkommen. Und dieses Land hat große Pläne mit dem berühmten heimgekehrten Filmemacher. Und der ehrgeizige Mann, der einst Antikriegsfilme gedreht hat, er wird wieder drehen. Er wird verführt und überwacht. Er wird sich schuldig machen. Dieser Roman über einen Regisseur, der besonders für seine geniale Schnitttechnik berühmt war, um hier in der Filmsprache zu bleiben, ist einfach meisterhaft geschnitten. Es gibt Rückblenden, unerwartete Szenenwechsel, Cameo-Auftritte bekannter Persönlichkeiten, auch eine Portion düsteren Humors. Daniel Killmann ist eine ausgeklügelte Inszenierung gelungen, ein großartiges Drehbuch, perfekte Besetzung, kluge Dialoge. Er schreibt tiefgründig, spannend und unglaublich unterhaltsam. Ein Pakt mit dem Teufel, ein literarisches Spiel mit Licht und Schatten. Ich glaube, dieses Buch wird bleiben. Daniel Killmann, Lichtspiel.